der spirituelle Name Shuddhi. Shuddhi ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Durga-Mantra, Soham-Mantra, Gayatri-Mantra oder einem anderen Mantra. Shuddhi heißt die Reine. Shuddhi heißt auch Reinheit, Läuterung, heißt auch die Praxis des Sich-Läuterns. Denn in Wahrheit bist du jetzt schon vollkommen. Du bist das unsterbliche Selbst, eins mit dem Göttlichen. Indem du dich reinigst, indem du dich läuterst, wirst du durchsichtig. Das ist so ähnlich angenommen, du bist in einem Zimmer, wo die Fensterscheiben bedeckt sind, vielleicht beschmutzt sind, dann kann man nicht gut dort sehen. Wenn du die Fensterscheibe reinigst, dann wirst du anschließend die Schönheit der Welt von draußen sehen und die Schönheit der Sonne. In diesem Sinne, dein Geist und deine Psyche, dein Astralkörper mögen verschiedene Unreinheiten haben. Und deshalb gibt es öfters auch unschöne Gemütszustände, Energiemangel und so weiter. Du willst dich läutern, du willst dich reinigen, du willst spirituelle Praktiken machen, du willst einen reinen Lebensstil führen. All das führt zur Reinigung. Und in dem Maße, in dem du dich reinigst, wirst du das Göttliche immer stärker spüren. Du wirst die Führung des Göttlichen spüren und du wirst merken, dass göttliche Kraft und Segen nicht nur dich berühren wird, sondern durch dich fließen wird, um auch andere zu berühren. Daher, du bist Shuddhi. Auf der einen Seite, du bist die reine Selbst, aber auch, du bist bereit, dich selbst zu reinigen und du bist bereit, anderen auch zu helfen, rein zu werden, um göttliche Gegenwart zu erfahren.